Hallo zu Final Fantasy 15. Kommen wir nun zu einem neuen Guide. Ja, kommen wir nun zu einem High-End-Accessoire, was sogar noch besser ist als der Dunkelkristall-Amulett, wozu ich auch meinen Guide gemacht habe. Ja, als erstes stärken wir uns auf jeden Fall den Buff-Food, dazu habe ich auch meinen Guide gemacht. Und dann zeige ich euch hinterher auch, wo wir eben halt dann auch sein müssen. So, wo es eben halt darum handelt, ist eben halt der MAX Angelus Zero. Es ist dieser Magitek, der eben halt einmal die Magitek Anzug 1 droppt, also für 95%, und dann eben halt den Anzug 2. Anzug 2 kriegt man ab dann 5%. Und ja, da müsst ihr eben halt echt Geduld haben, falls ihr dieses High-End-Accessoire haben wollt. Als erstes, ja, werden wir eben halt gleich hier in diesem Zeltplatz übernachten und dann eben halt mit diesem Buff-Food stärken. Wie ihr seht, dort ist es eben halt dieser Platz. Ja, haben wir dies eben halt getan, gehen wir gleich dann zu unserem Platz, dort wo wir dann eben halt ja loslegen werden. So, sind wir dort angekommen, dann werden wir uns auch gleich hier mit dem passenden Equip ausstatten. Das werde ich euch hier auch gleich mal zeigen. Wie ihr seht, habe ich hier Noctis soweit ganz gut ausgestattet. Und ja, ich habe mich dann eben gleich hier für die eine Königswaffe entschieden, also den Stern des Unbarmherzigen, weil er so gesehen uns dann Elementarschutz gibt und das ist auf jeden Fall sehr gut gegen die beiden Magitex, die eben halt auch dementsprechend elementare Sachen, also Fähigkeiten einsetzen und dazu empfiehlt sich das auf jeden Fall. So, hinterher sollte man eben halt auch dann dementsprechend, wenn man schon vorher gefarmt hat, auch dann schön Ignis ausgestattet haben. Dadurch, hier seht ihr auf jeden Fall die Werte von der Version 1. Ja, und Version 2 gibt euch auf jeden Fall, ja, noch bessere Werte. Aber dazu werdet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung auch noch dazu Links sehen. Sprich, den ersten, den ihr besiegen müsst, den zweiten besiegen müsst und hinterher eben halt den dritten, den Angelus. Auch dazu auch alles ihre Daten, Level und was sie drauf haben, was sie droppen. Das habe ich alles unten in der Videobeschreibung noch für euch. Vorher solltet ihr auf jeden Fall in diesem Platz hier speichern und eben halt auf ein paar Sekunden auf dem Luftschiff warten. Dort kommen die eben halt angeflogen. Ja, falls da jetzt nur ein ganzer Magitek-Soldaten kommen, dann wartet einfach sonst ab. Falls da wirklich nur Magitek-Soldaten kommen, dann ladet einfach und wartet, bis eben halt der MAX Maniplay kommt. Das ist halt so ein kleiner Roboter und der hat eben halt noch ein paar Magitek-Soldaten. Dann solltet ihr auf jeden Fall die erledigen. Hinterher speichert ihr nochmal und wartet wieder ab. Falls ihr immer wieder den Fall habt, dass da eben halt immer ein ganzer Mob Soldaten kommen, also sprich mit dieser Flagge halt, das könnt ihr auch halt sehen drin im Luftschiff, dann ladet immer wieder, bis ihr eben halt dementsprechend den nächsten Roboter habt. So, der erste Roboter, den ihr eben halt ja, erledigen sollt, ist der Maniplay. Das ist ja, der hat ein Level von 55. Das seht ihr als erstes unten in der Videobeschreibung. Ja, habt ihr den besiegt, dann kommt der nächste. Das ist dann eben halt der MAX Patria. Der hat ein Level von 76. Und ja, sollte der eben halt kommen, besiegt ihr den halt auch. Wie schon gesagt, sollte da eben halt ein Luftschiff kommen, nur mit Soldaten, dann ladet nochmal und wartet eben halt, bis der nächste Magitek kommt. Habt ihr den Patria auch besiegt? Folgt dann eben halt der MAX Angelus Zero. Der hat ein Level von 99 und der lässt eben halt den Magitek Anzug 1 droppen für 95% und den Magitek Anzug 2 für 5%. Ja, wie schon gesagt, solltet ihr eben halt nach und nach diese Magiteks besiegen, um eben halt an diesen MAX Angelus zu kommen.
Ein Tipp vorher, solltet ihr auf jeden Fall dann auch noch sterben bei denen, weil ihr dann durch euer Karfunkel so gesehen einen sehr starken Buff erhaltet. Den solltet ihr auf jeden Fall nutzen, um eben halt den Karfunkel als Helfer dazu zu haben, müsst ihr aber den Schwierigkeitsgrad auf leicht stellen, weil sonst erscheint er nicht. Ja, habt ihr jetzt diesen starken Karfunkel-Buff-Hut, lässt ihr von Ignis Elementar-Aura ausstatten. Und ja, solltet ihr Glück haben, ihr erhaltet drei verschiedene Elementare, sprich Feuer, Eis und Blitz, macht ihr so unmenschlich viel Damage bei den Roboter. Also dann habt ihr auf jeden Fall das optimierte Buff durch Ignis. Falls nicht, dann habt ihr nicht so Glück, aber wenn man auf jeden Fall Glück hat, dann kann man Feuer, Eis und Blitz ordentlich viel Schaden machen. Ja, ihr haut auf jeden Fall alles drauf, was ihr habt auf ihn mit dem Karfunkel-Buff und alles und auch natürlich euer Limit. Nutzt auch immer wiederum, denn wenn der Kommando bereit ist, für Ignis eben halt seine Elementar-Aura und haut alles eben halt drauf, was ihr habt. Hinterher, wenn ihr noch eine Beschwörung habt, könnt ihr klar auch noch raushauen, wenn ihr wollt. Aber natürlich ist jetzt der Sinn der Sache Elementar-Aura und dann dementsprechend auch auf ihn drauf zu hauen. Solltet ihr auf jeden Fall Glück haben und ihr seht eben halt, dass in diesem Augenblick dieser Magitek seine Raketenwerfer einsetzen will, haut auch sonst da drauf, da verliert er richtig viel Damage, aber es ist nur für eine kürzere Zeit. Aber solltet ihr auf jeden Fall dort die Chance haben, könnt ihr auf jeden Fall auch nutzen, um ihn auch schneller down kriegen zu können. Ja. Wie schon gesagt, wenn ihr den ja auf jeden Fall besiegt habt, dann ja. Guckt ihr eben halt, ob ihr den Anzug 1 bekommen habt. Falls nicht, versucht euer Glück dann eben halt beim nächsten Mal, um eben halt Anzug 2 zu bekommen für 5%. Es ist wirklich eine Glückssache hier so gesehen. Das kennt ihr so gesehen auch von Minispielen. Aber wie, ja, wie schon gesagt, kriegt ihr das bestimmt auf jeden Fall bestimmt hin. Ich wollte auf jeden Fall diesen Guide euch das erklären, wie ihr das bekommen könnt und wie es möglich ist, diesen High-End-Accessoire farmen zu können. Jedenfalls und ja, lasst euch gerne euer Feedback da. Habt ihr schon den Magitek 2 Anzug bekommen oder seid ihr schon noch dabei? Würde mich interessieren oder habt ihr schon mal gegen diesen Magitek hier gekämpft? Ja, lasst es gerne mich mal wissen. Ansonsten, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne Feedback da und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Hervorragend, dass wir noch leben.